Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Sommersaal des Bach-Museums Leipzig. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, um unserem Gespräch zu lauschen. Die wahre Art lautet das Motto des diesjährigen Bachfestes Leipzig, und ich freue mich, diese Gesprächsreihe im Vorfeld des Bachfestes eröffnen zu dürfen. Begrüßen kann ich zu diesem Gespräch Herrn Dr. Steinhilber, den Leiter des Referats Musik in der Kulturbehörde Hamburg, und Herrn Dr. Peter Wollny, den Direktor des Bacharchivs. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch. Wir wollen Sie heute einstimmen auf das Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Jahr. Wir haben Januar 2014 und entsprechend hat das Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Jahr nun gerade begonnen. Der 300. Geburtstag des zweitältesten Bachsohns steht, man kann sagen, unmittelbar bevor. Und wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über Carl Philipp Emanuel Bach als Komponistenpersönlichkeit, aber auch über ein tolles institutionelles Projekt, was es speziell zu diesem Jubiläumsjahr neu gibt, nämlich ein eigenes Städtenetzwerk, und natürlich auch über das Bachfestprogramm. Und wir wollen so ein bisschen versuchen, Ihnen zu zeigen, wo die Entwicklungslinien in der Musik Carl Philipps lang verlaufen sind, von vor 300 Jahren quasi bis zu uns heute. Herr Steinhilber, Sie sind, so kann ich vielleicht sagen, der Initiator des Städtenetzwerks CPE Bach 1714. Wie kam es denn dazu und wann hatten Sie die Idee und wie ist das Projekt angelaufen? Die Idee kam eigentlich mit einer etwas kuriosen Geschichte, dass ich Anfang 2012 eine E-Mail bekommen habe mit einem Fotoanhang von einem Menschen, der sich für Kirchenausstattung interessierte. Der hatte in der Petrikirche in Hamburg ein Chorpult, also ein Notenpult für Chorsänger gefunden, wo die Buchstaben EB drauf standen. Und er meinte, er hätte in der Geschichte, der Musikgeschichte Hamburgs nachgeschaut und dort einen ihm völlig unbekannten Komponisten, einen Emanuel Bach, gefunden. Und da dachte ich, da müsste man doch etwas daran tun, dass diese Komponistenpersönlichkeit, die ja auch als Hamburger Bach in die Musikgeschichte eingegangen ist, doch vielleicht etwas mehr in das Gesichtsfeld gerückt wird, der Musikgeschichtswahrnehmung. Und da kam mir natürlich das Jubiläumsjahr 2014 sehr, sehr recht. Und wir haben uns in Hamburg zur Mitte des Jahres 2012 dann mit den Hamburger Akteuren aus dem Musikbereich getroffen und überlegt, was wir denn machen können. Und wir haben für uns beschlossen, dass viele etwas machen wollen und dass wir uns zusammentun und damit das Ganze etwas sichtbarer machen. Meine Idee ging dann eben etwas weiter zu sagen, es gibt ja noch andere Städte in Deutschland, die eine Verbindung zu Carl Philipp Emanuel Bach haben und bei denen vielleicht im schlimmsten Falle die Situation auch nicht viel besser ist, dass man den Carl Philipp Emanuel Bach vielleicht doch nicht ganz so gut kennt. Und da griff ich dann zum Telefon und habe das heutige Netzwerk telefonisch angerufen und gefragt, ob es denn auch Interesse gäbe, an dieser Stelle was gemeinsam zu machen, um die Komponistenpersönlichkeit durch gemeinsame Aktivitäten immer sichtbarer zu machen. Mhm. Welche Städte sind denn nun dabei? Die Geburtsstadt, ganz sicher? Es ist die Geburtsstadt Weimar dabei, es ist Leipzig dabei, wo er 1723 mit seinem Vater ankam und hier sein Jurastudium begonnen hat. Es ist Frankfurt an der Oder dabei, wo er sein Jurastudium fortgesetzt hat. Es sind Berlin und Potsdam dabei, wo er an der Hofkapelle Friedrichs II. Gewirkt hat. Und es ist eben Hamburg als Lebensziel dabei, wo er dann auch bestattet wurde. Ich gehe mal davon aus, als Sie in Leipzig angerufen haben, mussten Sie nicht erklären, wer Carl Philipp Emanuel Bach gewesen ist. Nein. Aber wie sieht es denn mit den anderen Städten aus? Mit den anderen Städten sah es auch so aus, dass man es nicht erklären musste. Man wusste natürlich in Weimar sehr gut um den berühmten Sohn der Stadt. Man wusste es erst recht in Frankfurt an der Oder. Und man wusste natürlich auch in Berlin und Potsdam um den Komponisten, der auch als Berliner und nicht nur als Hamburger Bach in die Musikgeschichte eingegangen ist. Mhm. Und dann haben Sie sich zusammengesetzt und haben sich überlegt, was könnte man machen? Was ist denn dabei herausgekommen? Was erwartet uns in diesem Jahr? Wir hatten uns dann zu Beginn des Jahres 2012
2013 zusammengesetzt. Das ist natürlich ein relativ sportlicher Termin, wenn man sieht, dass das Jubiläumsjahr dann unmittelbar bevorstand. Wir haben vereinbart, dass wir gemeinsame Aktivitäten koordinieren und weniger gemeinsame Aktivitäten anstoßen. Also wir wussten alle, dass wir als Netzwerkstätte Aktivitäten im Jubiläumsjahr machen und haben uns darauf verständigt, diese Aktivitäten im Bereich Veranstaltungen, im Bereich Publikationen und im relativ großen Bereich von Presse- und Marketingtätigkeiten anzustoßen. Und wir haben relativ frühzeitig identifiziert, dass wir das Jubiläumsjahr nicht über herkömmliche Druckmedien, über Printmedien möglichst weit verbreiten können, sondern wir haben uns entschlossen, eine gemeinsame Jubiläumswebsite auf den Weg zu bringen, die einerseits alle Veranstaltungen, die im Jubiläumsjahr stattfinden, in einem Online-Kalendarium veröffentlicht und andererseits Informationen über Leben und Werk des Komponisten verfügbar macht, weil das ist ja genau unser Anliegen, diesen Komponisten bekannter zu machen, sowohl in den Veranstaltungen, wo man ihn musikalisch erleben kann, als auch hinsichtlich seines Wirkens, seiner Biografie. Ja, diese Website hat die Adresse, die können Sie jetzt auch gleich noch mit dazu sagen. Die Adresse ist www.cpebach.de. Ja, eine wirklich besuchenswerte Seite gibt es auf Deutsch und auf Englisch und man kann da jede Menge über den Komponisten erfahren. Herr Wolny, nun ist es ja so, das Bachfest Leipzig hat jedes Jahr ein Motto. Dieses Jahr steht das Bachfest unter dem Motto Die wahre Art. Ich gehe mal davon aus, als Herr Steinhilber 2013 mit den konkreten Planungen für das Netzwerk begonnen hat, stand das Motto für das Bachfest schon fest. Hatten Sie Alternativen für das Jahr 2014 überhaupt als Motto? Nein, wir in unserer Planung stand schon seit längerer Zeit fest, dass 2014 das Gedenkjahr Karl Philipp Emanuel Bachs ist und auch in dieser Form ein Schwerpunkt des Bachfestes sein würde. Also die Bachfeste bei uns haben ja einen längeren Vorlauf. Es wird immer schon einige Jahre im Vorfeld festgelegt. Ich weiß nicht, ob das Motto die wahre Art schon gefunden war, aber wir wussten im Prinzip, was wir machen würden. Das Motto Die wahre Art spielt an auf ein Traktat von Karl Philipp Emanuel Bach. Erklären Sie uns das ein bisschen. Woher kommt dieses Stichwort Die wahre Art? Karl Philipp Emanuel Bach hat 1753 eine Klavierschule veröffentlicht, Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen. Einige Jahre später kam noch ein zweiter Teil hinzu und diese beiden Teile der Klavierschule, eigentlich mehr als eine einfache Klavierschule, ist auch eine Schule des Improvisierens und des Komponierens daraus geworden, ist eine der ganz wichtigen Schriften zur Aufführungspraxis des 18. Jahrhunderts, des mittleren 18. Jahrhunderts. Das Werk ist zu Lebzeiten des Komponisten in mehreren Auflagen erschienen und in großer Zahl verkauft worden. Also ich glaube, im mittel- und norddeutschen Raum hat jeder Klavierspieler davon gehört und hat es vielleicht auch gekannt. Dürfen wir uns das dann so vorstellen, dass das Bachfest Leipzig, wenn es unter diesem Motto steht, die wahre Art, auch einen besonderen Schwerpunkt auf aufführungspraktische Fragen setzt? Oder geht es vor allen Dingen mit diesem Motto darum, ein spezielles Licht auf den Komponisten Karl Philipp zu rücken? Aufführungspraxis spielt bei uns immer eine Rolle, aber das ist mehr die Sache der Musiker. Da schreiben wir ja nicht so viel vor, wie die zu spielen haben. Von unserer Seite geht es darum, einen Komponisten, der in seiner Zeit außerordentlich fruchtbar war, der auf ganz vielen Gebieten gearbeitet hat, in vielen verschiedenen Gattungen maßgebliche Werke geliefert hat, also den in der ganzen Breite seines Schaffens auch vorzustellen. Wie dürfen wir uns das denn nun vorstellen? Also was kann man konkret an der Persönlichkeit Karl Philipps hier entdecken mit Konzerten? Vielleicht sage ich mal so ein paar Stichworte. Also Karl Philipp Emanuel Bach
Was war das für ein Mensch? Was wissen wir überhaupt über ihn? Und kann man das auch in seiner Musik, vielleicht in speziellen Gattungen, Sie hatten ja jetzt schon die Klaviermusik genannt, in irgendeiner Weise festmachen? Das mittlere 18. Jahrhundert ist ja die Zeit der Empfindsamkeit, wo jeder Musiker, jeder Komponist versucht hat, möglichst viel von seinen eigenen Empfindungen in die Werke reinzubringen. Ganz im Gegensatz zu der Generation davor, wo man sich ja auch in Briefen oder in Äußerungen persönlich eher zurückgehalten hat. Von daher kann man, glaube ich, durch aufmerksames Zuhören, wenn man einfach nur den Stücken lauscht, sehr viel über die menschliche Seite Carl Philipp Emanuel Bachs erfahren. Es gibt bei ihm eine ganze Reihe von autobiografischen Stücken. Ich fange mal ganz hinten bei seinem spätesten Werk an, der Fantasie in Fis-Moll, die es in zwei Fassungen gibt, einmal für Tasteninstrument alleine und dann auch als Stück für Violine und Tasteninstrument, also Hammerklavier oder Cembalo. Und dieses Stück trägt den Titel Carl Philipp Emanuel Bachs Empfindungen. Und offenbar ist so sein Leben so mit Mitte 70 von Krankheit gezeichnet. Also wir wissen ja das nicht aus zeitgenössischen Berichten, aber wenn Sie sich die Schrift angucken des alten Mannes, so stark mit Tremor, also vom Zittern geprägt, irgendwie muss er schon relativ schwer krank gewesen sein. Und das Stück, diese Fis-Moll-Fantasie, gehört wirklich zu den großartigsten Kompositionen, die er geliefert hat. Aus anderen Dokumenten wissen wir, dass andere Stücke auch Beziehungen zu seinem Leben aufweisen. Ein großes Rondo in A-Moll soll komponiert worden sein auf den Tod seines jüngsten Sohnes. Und so in dieser Art hat man eben mehrere Stücke. Mhm. Gibt es denn zwischen dem dann schon recht betagten Carl Philipp und dem jungen Carl Philipp aus der Leipziger oder auch aus der Frankfurter Zeit ganz starke Unterschiede, die man auch im Werk wahrnehmen kann? Ja, ich denke schon. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Carl Philipp Emanuel Bach ist ja der Repräsentant oder der führende Repräsentant einer Periode, die in unserer Wahrnehmung immer ein bisschen im Schatten steht. Das sieht man an den Begriffen. Vorklassik wirkt so wie ja noch nicht Klassik, also die weist darauf hin und ist so ein noch irgendwie nicht ausgefertigtes Vorstadium. Oder man sagt Spätbarock, also Bach ist dann der, und Händel gehört zum Hochbarock und dann geht so in die degenerierte Phase Spätbarock. Also diese Dinge sind ungerecht, weil sie die Eigenartigkeit der Musik der Generation der Bachsöhne nicht angemessen wahrnimmt oder zum Ausdruck bringt. Und ich denke, man tut gut daran, sich klarzumachen, dass die Komponisten der Generation Carl Philipp Emanuel Bachs glaubten, eine unvollkommene ältere Musik überwunden zu haben und tatsächlich einen Schritt in eine Richtung getan zu haben, die so im 18. Jahrhundert als die Vollendung der Musik überhaupt angesehen wurde. In seinem frühen Schaffen kann man ganz deutlich sehen, dass Carl Philipp Emanuel Bach natürlich beeinflusst ist von den Werken seines Vaters, aber schon als 18- oder 19-Jähriger darum bemüht ist, einen eigenen Ton zu finden. Wir wissen von Johann Nikolaus Forkel, dem ersten Bach-Biografen, der die beiden ältesten Bach-Söhne persönlich gekannt hat. Er schreibt, die haben mir beide erzählt, sie hätten schon in jugendlichem Alter gemerkt, dass sie den Vater in seinem Stil ohnehin nie erreichen würden und mussten sich schon früh, schon bei Zeiten, eine eigene Art des Komponierens aneignen. Und ich glaube, dass man in den frühen Stücken, von denen ja einige auch gespielt werden beim Bachfest, ganz deutlich merkt, hier ist jemand, der weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung er gehen wird, aber er weiß auf jeden Fall, dass er sich abgrenzen will von der Musik seines Vaters.
Ich würde die Zeit so in den 1730er und 1740er Jahren so charakterisieren: Karl Philipp Emanuel Bach und auch seine Generationsgenossen, die bemühen sich darum, eben den älteren Stil zu verfeinern, bemühen sich darum, keine Floskeln zu komponieren, sondern alles mit Bedeutung und mit Ausdruck anzureichern. Letztlich geht das so weit, dass jeder Takt, ja jeder Ton eine eigene Empfindung haben soll. Und aus diesem Anspruch wächst dann auch das Bedürfnis, den nachwachsenden Musikern später mitzuteilen, wie man diese Musik spielen soll. Jeder Ton soll eine Bedeutung haben und soll eine feine neue Nuance ausdrücken. Und so ist eben die Veröffentlichung der Klavierschule auch zu verstehen. Das hohe Niveau, das die Bach-Söhne auch in der Ausführung von älteren oder zeitgenössischen Stücken erreicht haben, festzuschreiben und für die Nachwelt irgendwie zu bewahren. Karl Philipp drückt ja in seiner Schrift Die wahre Art aber schon auch eine gewisse Unzufriedenheit aus, wenn es darum geht, die Qualität, den Stand des Klavierspiels in seiner Zeit festzumachen. Also er sagt ganz klar, dass es die allermeisten Klavierspieler nötig haben, genau unterwiesen zu werden. Wie tut er das denn? Was denkt er ist am nötigsten? Also der Zugang, den er hat zum Klavierspielen, ist ein sehr intellektueller. Er beschreibt, was man auf dem Klavier machen kann. Er gibt sehr genaue Anweisungen, wie man die Finger setzen soll, wie man die beiden Hände gebraucht. Und er sagt vor allen Dingen ganz deutlich, was er für schlechten Geschmack hält und was man nicht machen sollte. Und dann geht es also wirklich ganz schnell voran. Auch die Beispiele, die er im Anhang veröffentlicht hat, also die sogenannten Probestücke, sind von Anfang an auf einem sehr, sehr hohen Niveau. In den späteren Auflagen hat der Verleger gesagt, hier, das können Sie nicht machen, das kann keiner spielen, und können Sie nicht noch ein bisschen leichtere Stücke als Futter davor liefern. Und damit hat sich der ältere Komponist dann auch nochmal beschäftigt und so ganz leichte Handstücke nachträglich komponiert. Der Grund war, dass es im Nachgang ganz viele Klavierschulen veröffentlicht worden sind und die drohten populärer zu werden, weil die Beispielstücke leichter zu spielen waren. Und da musste er natürlich dann irgendwie ran. Ja, ein Jahr vor Karl Philipps Versuch, über die wahre Art, das Klavier zu spielen, ist ja von Quanz diese Flötenschule erschienen mit fast genau gleichem Titel. Die beiden haben zusammen in Berlin musiziert bei Friedrich II. Inwiefern gab es da von Quanz überhaupt vielleicht hat Quanz einen Impuls gegeben an Karl Philipp, oder sind diese beiden Traktate unabhängig voneinander entstanden? Man weiß das nicht genau, aber es scheint so zu sein, dass es irgendwie um 1750 in Berlin in der Luft lag, das Niveau, das die Hofkapelle erreicht hatte. Wir müssen jetzt denken, das sind junge Musiker gewesen, die jetzt 10 Jahre zusammengespielt hatten und die wirklich, wirklich eines der besten Ensembles in ganz Europa aufgebaut hatten. Und die wollten einfach diese neue Art, die sie als die wahre Art angesehen haben, allgemein bekannt machen. Und von daher glaube ich, das war im Gespräch zwischen, die haben sich ja jeden Tag gesehen, und Quanz hat gesagt, ja, ich mache hier gerade was für die Flöte zurecht, und wahrscheinlich hat sich das alles so im Gespräch entwickelt. Ja, es scheint ja auch in Europa in der Luft gelegen zu haben, denn Leopold Mozart hat ja 1756 dann auch seine Violinschule veröffentlicht, und es gibt auch noch im Umkreis noch weitere Traktate, also offensichtlich gab es ein großes Bedürfnis zu dokumentieren, auf welchem Stand man sich befunden hat mit dem jeweiligen Instrument, beziehungsweise auch mit dem Gesang. Wie ist das denn nun? Karl Philipp hat sich ja viel geäußert über aufführungspraktische Fragen. Was wissen wir denn über die Bedingungen, die er selbst gehabt hat, um seine Stücke aufzuführen, beziehungsweise auch Stücke von Zeitgenossen aufzuführen? Das kann man nicht pauschal sagen, aber ich hatte ja schon gesagt, die Berliner Hofkapelle war ja wirklich ein ganz hervorragendes Ensemble. Die Kammermusikgruppe, zu der er gehörte,
die mit dem König jeden Tag Kammermusik gemacht hat, waren auch ganz vorzügliche Musiker. Also ich glaube, dass seine Kammermusik aus der Berliner Zeit die Sinfonien, sind eigentlich Kammersinfonien für kleineres Ensemble, dass die wirklich von Spitzenkräften ausgeführt worden sind. In der Hamburger Zeit gibt es vielleicht bei kirchlicher Gebrauchsmusik ein bisschen Abstriche, weil das Ensemble relativ klein war und vielleicht nicht immer auf der gleichen Höhe war. Aber ich glaube, dass er seine großen Werke, also die großen Oratorien der Hamburger Zeit, die sind ja dann auch mit Berufsmusikern ausgeführt worden in Konzertsälen. Das werden schon ganz hervorragende Aufführungen gewesen sein. Aber er hat sich doch auch ein bisschen frustriert geäußert über das Musikleben in Hamburg, oder? Ja, das ist schwer zu sagen. Das kann vielleicht Herr Steinheber besser. Wenn man die Dokumente aus der Hamburger Tagespresse des späten 18. Jahrhunderts liest, dann liest man häufig begeisterte Rezensionen. Es muss also ganz hervorragende Konzertaufführungen gegeben haben, auch von großen oratorischen Werken. Und dann gibt es immer wieder mal Kritik, dass irgendwas nicht so hingehauen hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hanseatische Selbstkritik ist oder so. Aber wahrscheinlich ist das wie heute auch. Manchmal wird das Gewandhausorchester gelobt, dann wieder kritisiert. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor für die Hamburger Situation. Also ich denke, das kann man durchaus sagen. Und bei seinem Patenonkel Telemann war die Situation schon ganz ähnlich. Also es gibt auch Zeugnisse von Telemann, wo er sowohl himmelhoch jauchzend und zum anderen Teil zu Tode betrübt über die Hamburger Musiksituation sich äußert. In Hamburg wurde 1761, also wenige Jahre bevor Karl Philipp Emanuel Bach nach Hamburg kam, der Konzertsaal auf dem Kamp eröffnet. Und das war der erste bürgerlich frei zugängliche Konzertsaal in Hamburg. Und ich glaube, das ist schon auch ganz wesentlich gewesen. Karl Philipp Emanuel hat dort seine Montagsmusiken eingerichtet und hat damit auch für die Bevölkerung die Möglichkeit geschaffen, seine Musik auch zu hören. Und ich glaube, das dürfte auch vielleicht ein Reflex gewesen sein von seiner spezifischen Berliner Situation, wo Friedrich II. Ja immer mehr die Lust an seiner Hofkapelle verloren hat und sich die Musiker seiner Hofkapelle in den bürgerlichen Häusern, wenn ich etwa an das Haus Sarah Levy denke, verschoben hat. Und eben auch diese bürgerliche Musikpflege hat er quasi schon aus Berlin mit nach Hamburg genommen. Ja, da kann man an dem Punkt auch gleich noch ein bisschen auf die Parallelen zwischen Karl Philipp Emanuel Bach und seinem Vater Johann Sebastian hinweisen. Das Hamburger Amt war ja gar nicht so unähnlich zu dem, das Johann Sebastian hier in Leipzig inne gehabt hat. Wie sind Sie denn beide damit umgegangen? Es schwebt ja immer so ein gewisser Pragmatismus mit den vielfältigen Anforderungen im Amt klarzukommen, die viele Arbeit zu bewältigen und trotzdem noch am Ende Musik vorzulegen, die einem selbst entspricht und mit der man selbst als Komponist zufrieden sein konnte. Soll ich? Die Positionen waren vergleichbar von den Aufgabengebieten. Was sich, glaube ich, grundsätzlich unterschieden hat, ist, dass Johann Sebastian Bach in Leipzig 1723 oder auch Georg Philipp Telemann 1720 in Hamburg, die haben eine Situation vorgefunden, wo eine ganz altertümliche Art von Musik da war, die man einfach nicht mehr so weiterpflegen konnte. Und es musste irgendwas Neues her. Deswegen haben die beiden und auch andere so in ihrer Situation sich hingesetzt und am Anfang ihrer Amtszeit wirklich von Sonntag zu Sonntag eine neue Kantate geschrieben. All die Passionen mussten und Oratorien mussten neu gemacht werden. Also die ersten 5 Jahre Johann Sebastian Bachs hier in Leipzig müssen echt halsbrecherisch gewesen sein von den Anforderungen her. Und für Telemann wird das nicht anders gewesen sein. Als die Söhne dann in die Positionen kamen, war es anders. Dann gab es von den älteren Meistern ein großes Repertoire von guten, gut gearbeiteten
ziemlich modernen Kirchenstücken, die man einfach weiterverwenden konnte. Und Karl Philipp Emanuel hat das ja auch nachweislich getan. Der hat in Hamburg angefangen und hat erstmal einige Jahre Kantaten seines ehemaligen Berliner Kollegen Georg Bender aufgeführt, hat viel auf die viele Kantaten seines Vorgängers Telemann zu Gehör gebracht und sich ganz allmählich erstmal an das Amt gewöhnt und dann auch wieder eigene Stücke geschrieben. Aber solche mörderischen Bedingungen wie die Komponisten um 1720, das hat niemand mehr um 50 Jahre später gemacht. Also da hätte man die Finger von gelassen. Und er hat ja auch in vielen Fällen sich der Pasticcio-Technik bedient, wo er, heute würde man glaube ich über Urheberrecht sprechen müssen, aber wo er Werke seines Vaters zum Beispiel auch mit Werken anderer Komponisten kombiniert hat und selbst noch was dazu geschrieben hat. In Hamburg, wenn man jetzt auf den Vokalmusikbereich und auf die Anforderungen der Kirchenmusik blickt, kann man die sogenannten Quartalsmusiken davon dann doch nochmal isolieren. Das sind Musiken zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und zum Michaelisfest, wo er dann doch gehalten war und sich auch dazu veranlasst hat, besonders herausragende eigene Kompositionen vorzustellen. Da höre ich aber einen gewissen Pragmatismus raus, dass zu den herausgehobenen Anlässen dann eben doch originale Werke entstanden sind. War das so? Auf jeden Fall. Also ein Komponist wie Karl Philipp Emanuel hat sich gesagt, wenn ich ein Stück komponiere, ist das so gut und ich kann nicht am Fließband komponieren. Meine Stücke sind so ausgearbeitet, dass die für sich stehen und dafür wird das Repertoire aufgefüllt mit fremden Stücken. Also das ist ganz eindeutig, dass er so die wesentlichen Ereignisse des Kirchenjahrs meistens, nicht immer, aber meistens mit eigenen Werken bedacht hat. Und im Bachfest werden ja auch von diesen Quartalsstücken wird es ein Konzert geben. Normale Sonntage dann eben mit schon vorhandenen Stücken aufgefüllt. Kann man es so zusammenfassen, dass die Hamburger Zeit eher eine Zeit des Sammelns und auch ein Stück weit des Resümierens gewesen ist und des Vervollkommnens? Die Leipziger Zeit natürlich eine Zeit des Lernens und auch ein Stück weit des Sich-Ausprobierens, der ersten Etablierung auch als Virtuose. Und dazwischen, wofür würde denn dann die Berliner Zeit stehen? Die Berliner Zeit, so wie ich das sehe, also das ist mein subjektiver Eindruck, ist die Zeit der Vervollkommnung der eigenen Kompositionssprache. Also erst um 1740 ist er der geworden, den man auch wiedererkennt. Frühere Stücke zeichnen sich dadurch aus, dass sie noch suchen nach dem richtigen Ausdruck. Aber ich glaube, die Hamburger Zeit wäre nicht richtig dargestellt, wenn man sagen würde, da fasst er zusammen und bewahrt alles. Ich glaube, in den Hamburger Jahren muss man unterscheiden zwischen dem Kirchenkomponisten Karl Philipp Emanuel, der eine gehörige Portion Pragmatismus walten lässt, aber auch deshalb, um Zeit zu haben, als Instrumentalkomponist weiterzuwirken. Die 6 Sammlungen mit Klavierstücken für Kenner und Liebhaber, die in Hamburg entstehen, sind vielleicht die bedeutendsten Werke, die er eben neben seinem Amt geschrieben hat. Und hier kann man sehen, dass also von Sammlung zu Sammlung setzt er neue Akzente und ist offensichtlich auch damit beschäftigt, ein Werk zu hinterlassen, das für die Nachwelt noch von Bedeutung sein kann. Das ist ein wichtiges Stichwort, denn für die Nachwelt war sein Werk gar nicht so sehr lange von Bedeutung. Es ist ja einigermaßen paradox, dass Karl Philipp Emanuel Bach noch zu Lebzeiten wesentlich berühmter gewesen ist als sein Vater. Das kann man, glaube ich, unbesehen so sagen. Es dann aber im 19. Jahrhundert sich vollkommen gedreht hat. Johann Sebastian Bach ist wiederentdeckt worden und Karl Philipps Rezeption ist abgerissen. Wie konnte das passieren? Also man kann ja das schon sehen, 1806 hat Christian Daniel Friedrich Schubert nochmal in seiner Ästhetik der Tonkunst sehr lobend über ihn geschrieben.
Und dann ist es doch relativ stark abgebrochen. Das erste Zeugnis, wo wir wieder an prominenter Stelle den Namen finden, ist ja 1866, als Brahms zwei Violinsonaten herausgibt, von ihnen in den Denkmälern deutscher Tonkunst. Und ich glaube, dass es sehr stark auch damit zusammenhängt, dass die Folgegeneration, und das kennen wir ja häufig auch, dass wir, wenn wir auf unsere Eltern blicken, häufig das erstmal ablehnen, dass die Folgegeneration in der Musiksprache erstmal die Vorgängergeneration nicht so sehr wertgeschätzt hat. Und mit der Musikästhetik der Romantik war die Musik von Carl Philipp Emanuel auch nicht unbedingt zusammenbringbar. Und um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat es dann, Sie hatten das Stichwort Brahms gebracht, hat es dann wieder verstärkt eine Rezeption gegeben? Verstärkt wäre übertrieben. Es gibt eben einzelne Veröffentlichungen, die Ausgaben von Johannes Brahms haben Sie genannt. Es gibt noch eine Handvoll anderer, aber ich glaube, dass das eigentlich ein Neuanfang in der Beschäftigung mit Carl Philipp Emanuel Bach erst im 20. Jahrhundert liegt. In den 1930er Jahren zum Beispiel mit der Dissertation von Ernst Fritz Schmid über die Kammermusik Carl Philipp Emanuel Bachs und vielleicht auch schon einige Jahre zuvor. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir auch, dass es erste Bemühungen gab, sein Schaffen zu sammeln und auch in einer Gesamtausgabe oder zumindest repräsentativen Auswahlausgabe vorzulegen. Dass es dann so lange gedauert hat, bis tatsächlich eine Gesamtausgabe zustande kam, hatte äußere Gründe. Der Zweite Weltkrieg brach aus, dann konnte man nicht mehr an Musikergesamtausgaben denken. Und so hat sich das dann eben hingezogen, bis so in die späten 90er Jahre. Wie muss man sich denn überhaupt die Überlieferungssituation vorstellen? Sie haben jetzt gerade das Stichwort Gesamtausgabe gebracht, die ja immer noch nicht abgeschlossen ist. Aber also woher bekommen dann die Forscher das Material? Ist Carl Philipp Emanuel Bach gut überliefert oder ist er eben nur lückenhaft überliefert? Das ist eigentlich ein Glücksfall in der Musikgeschichte. Ich glaube, es gibt aus dem riesigen Oeuvre, wenn die Gesamtausgabe mal fertig ist, wird sie weit über 100 Bände umfassen. Und aus diesem riesigen Oeuvre, da fehlt uns eine Sonate für Violine und Flöte und es fehlt eine Cellosonate. Ich glaube, sonst sind wirklich alle Stücke, die er selbst als sein Eigentum anerkannt hat, erhalten. Ich zähle jetzt mal nicht mit die Jugendwerke, weil das ist auch ein bezeichnender Zug seiner Persönlichkeit. Carl Philipp Emanuel Bach hat spät in den 1780er Jahren mal brieflich geäußert, er hätte neulich all seine Jugendwerke verbrannt und freue sich, dass sie nicht mehr sind. Aber die Stücke, die er so als repräsentativ für sein Schaffen anerkannt hat, die sind wirklich alle erhalten. Und das ist ein großer Glücksfall. Also bei anderen Komponisten, denken Sie an Johann Sebastian Bach, wo wir noch nicht mal alle Passionen und Kantaten kennen, wo es Riesenüberlieferungslücken gibt, haben wir bei diesem Komponisten ganz ideale Bedingungen. Woran liegt es? Hat er selbst dafür gesorgt, dass seine Stücke gut dokumentiert sind? Hat ja auch selbst viel herausgegeben. Er hat selbst sehr viel herausgegeben und er hat posthum Glück gehabt, dass im frühen 19. Jahrhundert, als sein musikalischer Nachlass zum Verkauf anstand, es jemanden gab oder es Musiksammler, Musikaliensammler gab, die Interesse an sowas hatten und die haben eben bei der großen Auktion 1805 alles abgeräumt und fast alles, oder ein ganz großer Teil ist heute in Berlin in der Staatsbibliothek, einmal aus der Sammlung Georg Pölcher, den ich eben meinte, dieser berühmte Hamburger Musikaliensammler, und der andere Teil in der Singakademie zu Berlin, die zeitweise mal 50 Jahre war der Bestand nicht zugänglich, galt als verschollen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ist dann in den späten 90er Jahren halt glücklicherweise wieder aufgetaucht, sodass wir wirklich hier ein fast lückenlos überliefertes Oeuvre haben. Herr Steinhilber, als Sie angefangen haben mit den Planungen für Ihr Netzwerk, hatten Sie da eine Vorstellung davon, wie breit dieses Schaffen von Carl Philipp tatsächlich ist und wie viel man dadurch auch machen kann?
Oder hat sich das für Sie dann nach und nach auch nochmal als Glücksfall erwiesen? Also für mich hat es sich natürlich als Glücksfall erwiesen, dass das Schaffen so breit in sehr unterschiedlichen Genres auch aufgestellt ist. Das bietet natürlich den ausführenden Musikerinnen und Musikern an ganz unterschiedlichen Stellen Aufführungen zu machen, vom großbesetzten Oratorium wirklich bis zu einem Liederabend ist da sehr viel möglich. Und ich freue mich natürlich sehr, dass diese Vielfalt auch zu großen Teilen abgebildet wird. Mhm. Vielleicht können Sie uns noch ein paar Schwerpunkte nennen, was jetzt in den nächsten Wochen, der 300. Geburtstag, exakt der Tag ist der 8. März, was uns an diesem Tag in den verschiedenen Städten erwartet. Es wird wirklich überall gleichzeitig gefeiert. Das Publikum hat dann ein bisschen das Problem, weil das Prinzip der Personenteilung noch nicht erfunden ist, sich dann eben doch für was entscheiden zu müssen. Also wir sind derzeit, wenn ich auf unsere Veranstaltungsdatenbank schaue, sind wir bei etwa 200 Veranstaltungen im gesamten Netzwerk, ein bisschen mehr. Davon ist weit, weit mehr, etwa 160, 170 Veranstaltungen sind musikalische Veranstaltungen. Und ich schaue jetzt ein bisschen nach, weil es natürlich so viele Veranstaltungen sind, dass man da leicht den Überblick verliert. Wie Sie schon sagten, ist ein ganz großer Schwerpunkt um den 8. März, um den Geburtstag herum, wo es in allen Städten Veranstaltungen gibt, sei es die Geburtstagsparty in Weimar unter dem Titel Herzlichen Glückwunsch, Karlchen. Oder eben auch das Festkonzert hier in Leipzig in der Thomaskirche mit dem Thomanerchor. In Frankfurt an der Oder wird es einen Bachtag geben mit Führungen, mit einer Ausstellung, mit Konzerten. In Berlin wird das Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach unter der Leitung von Hartmut Hähnchen ein Konzert geben. In Potsdam wird es einen Festakt anlässlich des Geburtstages mit einer kleinen Autografenausstellung geben. Und in Hamburg werden wir im Hamburger Michel, wo Karl Philipp Emanuel in der Krypta begraben liegt, ein Festkonzert mit Chor und Orchester haben und anschließend eine lange Karl Philipp Emanuel Bachnacht in der Jakobikirche, für die er ja auch zuständig war als städtischer Musikdirektor. Da wird dann hoffentlich niemand mehr fragen, wer EB ist. Ich wollte noch ergänzen, dass hier in Leipzig, Sie hatten das Festkonzert genannt, Herr Steinhelber, wird um den Geburtstag rum eine große wissenschaftliche Konferenz stattfinden, die durch uns hier, durch das Bacharchiv organisiert ist. Die Tagung ist öffentlich zugänglich und wer Interesse hat, etwas über Detaillierteres über den Komponisten zu erfahren, ist herzlich eingeladen, da zu kommen. Es kommen alle möglichen Aspekte zu Leben, Schaffen und auch zum zeitgeschichtlichen Kontext zur Sprache. Ich verspreche mir sehr viel davon, auch zur Frage, wie man das mittlere 18. Jahrhundert überhaupt sehen muss. Parallel dazu eröffnen wir hier eine Etage tiefer in unserem Museum eine große Kabinettausstellung zum Thema Karl Philipp Emanuel Bach, wo sehr viele ganz schöne Bilder, Handschriften und andere Zeugnisse zur Lebensgeschichte zu sehen sind. Also ich glaube, da gibt es was fürs Auge, fürs Ohr und fürs Hirn an diesem Wochenende. Das ist für uns ja auch ganz wichtig gewesen in diesem Netzwerk, dass es den Komponisten nicht nur in Anführungszeichen in Konzerten erfahrbar gibt, sondern dass man auch mehr über diesen Komponisten, den man vielleicht bislang nicht kannte, erfahren kann. Und so ist es uns ja auch gelungen, zum Beispiel auch in Weimar oder auch in Hamburg Symposien zu dem Komponisten zu stimulieren. Einmal zur Frage der Modernität von Karl Philipp Emanuel Bach in Weimar oder eben zur Frage der Generationenfolge in der Musik, die wir in Hamburg haben werden, weil es ist natürlich immer die Frage, wie steht der zweitälteste Sohn von Johann Sebastian zu seiner Familie, was bedeutet es, in dieser Musikerdynastie verortet zu sein, und diese Fragen werden natürlich erörtert. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben auch in fast allen anderen Städten Ausstellungen zu
zum Geburtstag. Die sind mal mehr, mal weniger groß. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass man ihn so sichtbar machen kann und mehr über sein Leben erfahren kann. Bleibt die Frage, was eben der Forscher oder der Netzwerker von so einem Jubiläumsjahr auch langfristig erwartet. Es ist ja immer eine Chance, so ein Musikjubiläum zu feiern, auf offene Fragen aufmerksam zu machen, auch neue Musik kennenzulernen. Was wünschen Sie sich am meisten, was langfristig davon im Bewusstsein bleibt? Ich wünsche mir langfristig keine E-Mail mehr, wo jemand nach Immanuel Bach fragt und nicht weiß, wer das ist. Aber ganz langfristig wünsche ich mir natürlich, dass man den Komponisten mehr in das Bewusstsein der Musikgeschichtsschreibung unter den Nicht-Spezialisten führen kann und ihn eben lebendiger werden lassen kann, als er es derzeit vielleicht an mancher Stelle ist. Ich als Musikwissenschaftler glaube, dass, also hier im Hause mit meinen Kollegen kann ich schon ganz viel über Carl Philipp Emanuel Bach sprechen. Wir als Forscher haben den schon seit längerer Zeit auf dem Schirm, sage ich mal. Ich glaube aber, dass noch viel herauszufinden ist. Aber mein Wunsch für die Zukunft ist oder meine Hoffnung ist, dass hier die realistische Chance besteht, einen Komponisten wirklich ins Standardrepertoire aufzunehmen, der bisher dort keine besondere Rolle gespielt hat. Also es werden ja oft Konferenzen gemacht zu unbekannten Komponisten, dann hört man ein paar Stücke und ein Jahr später erinnert sich kein Mensch mehr daran. Aber hier, glaube ich, besteht wirklich eine Chance, das große klassische Repertoire um eine ganz interessante Stimme zu erweitern. Wozu auch das Bachfest beiträgt, mit Orchestermusik, mit Klavierkonzerten von Carl Philipp Emanuel Bach, mit Liedern, mit Kammermusik und auch mit großen Vokalwerken. Auch das wird nochmal so ein ganz großer Überblick sein, in dem man eben den Komponisten näher kennenlernen kann. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen beim Erleben dieser Musik und all den Angeboten, die jetzt im kommenden Jahr auf Sie warten. Nehmen Sie sie wahr. Und nehmen Sie auch das nächste Gespräch in dieser Reihe wahr am 9. März. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Dankeschön.